Hallo, hier ist Antje von der Stempelinsel. Der Valentinstag nähert sich uns und dazu habe ich heute ein paar Ideen für euch, wie ihr zum Beispiel liebevolle Geschenke mit Herz, so nenne ich das mal, eurem Liebsten präsentieren könnt. Ich war letztens einkaufen bei einem Discounter und bin da über diverse Sachen gestoßen, die halt eben für den Valentinstag schon dort präsentiert waren. Einmal fand ich diese Servietten ganz schön, du passt genau in mein Herz. Die fand ich eigentlich ganz niedlich. Dann gab es hier so Schokokugeln in Rot. Und das sind Knusperherzen, nennen die sich. Die sind auch in Herzform, in einer Zellophanverpackung schon. Da habe ich gedacht, Mensch, das passt auch ganz schön, auch vor allem mit dem Herz. Ja, und beim Thema Herz sind wir natürlich auch bei den Sets, die wir im Moment im Sortiment haben. Und zwar haben wir einmal ja das Set Grüße mit Herz aus der Reihe. Da gibt es auch das passende Designerpapier zu, da arbeite ich auch gleich mit. Dazu gibt es ja die passenden Stanzformen. Ich hatte euch das ja auch schon mal in dem Video vorgestellt. Ja, das passt natürlich sehr schön. Dann haben wir einmal noch das Set Grüße voller Liebe mit der Hybrid-Prägeform und den passenden Stanzen auch dazu. Das hatte ich euch auch schon mal vorgestellt. Und im Set habt ihr natürlich Stempel passend zum Hochzeitstag, Valentinstag, Verlobung ist dabei. Also eigentlich auch für Festivitäten, die mit der Liebe zu tun haben. Und dann gibt es ja ab Februar das neue Set auch im Herzen verbunden. Das hatte ich euch in meinem letzten Video vorgestellt. Und da geht es ja auch mit um Liebe. Und auch hier die Hand mit dem geformten Herz finde ich da auch eigentlich sehr schön, wo man sicherlich halt auch was Schönes zum Valentinstag gestalten kann. Ja, das nochmal kurz zu den Sets, die dafür sicherlich geeignet sind. Wir haben auch noch andere. Also das ist jetzt ja wie gesagt nur ein Vorschlag meinerseits. Ja, ich habe in erster Linie gearbeitet mit dem Set Grüße mit Herz und auch mit dem Designerpapier und wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was ihr mit diesen Produkten so gestalten könnt, wie ihr die ein bisschen nett aufmacht und verpackt. Und ja, ich fange mal an mit meinen Knusperherzen, die ich hier habe. Da habe ich einfach ein Stück Designerpapier genommen aus dem Set hier Herz an Herz und habe mir da ein Stückchen abgeschnitten in 8 x 23 cm. Und habe dann mit dem Herzen aus der Hybrid-Prägeform, das ist dieses Herz hier, ich zeige euch das mal, ich habe das nämlich schon vorbereitet, mit diesem Herz praktisch einen Streifen oder ein Stückchen aus dem Designerpapier ausgeschnitten, so dass ich das, wenn ich das zusammenklebe am Ende, dass es dann so aussieht. So, und diese Manschette kann ich jetzt hier über meine Verpackung geben, ich mache das mal von der anderen Seite. Und so werden dann die Knusperherzen durch mein ausgestanztes Herz auch sichtbar. Wie gesagt, die Manschette legt ihr euch am besten rum und klebt es dann fest. Ich habe hier doppelseitiges Klebeband benutzt, führt es zusammen und dann hält das wunderbar. Hier sieht man jetzt schön die Herzen. Ich habe das jetzt auch von der Rückseite genommen, dass das Etikett praktisch dabei bleibt, dass der Beschenkte auch sehen kann, um was es sich handelt. Ja, und dann habe ich einfach aus dem Set Grüße mit Herz einen kleinen Streifen weiß oder grundweiß genommen und habe da, das war glaube ich ein Zentimeter, schönen Valentinstag drauf gestempelt. Kann auch ein bisschen weniger sein. Und das einfach noch hier drauf geklebt. Ja, und was noch fehlt, sind die Herzen. Da habe ich mit Dimensionals, oder da klebe ich jetzt mit Dimensionals, das sind die zwei kleineren Herzen bei der Hybrid-Prägeform, die klebe ich einfach hier noch vorne mittig hinein und dann habt ihr ein kleines Präsent zum Valentinstag. Ganz schnell gemacht. Finde ich eigentlich immer ganz schön, mit den verpackten Tütchen einfach da diese Banderole drum zu setzen. Wer das noch so kennt vom Kiosk, gibt es ja auch so süße Tüten. Wir haben einen Kiosk bei uns um die Ecke, da kann man das kaufen. Da kann man das zum Beispiel auch sehr schön für den Kindergeburtstag noch abwandeln. Ne, nehmt ein buntes Papier, herzlichen Glückwunsch und das ist ein kleines Mitbringsel nochmal zum Kindergeburtstag. Oder letztendlich freuen sich ja auch Erwachsene noch über süße Tüten. Und ja, damit kann man das auch immer ganz nett nochmal ein bisschen aufpeppen. Ja, das war die erste Idee mit dem Knusperherzen. Dann habe ich die Serviette verpackt. Dazu habe ich eine einzelne Serviettenpackung gestaltet. Und zwar habe ich mir da ein Stück Glutrot genommen. Ich klebe es mal zur Seite. Und habe mir das zunächst, das ist ein DIN A4-Bogen, zurechtgeschnitten auf 16,5 x 24,5 cm.
Also an der langen Seite kürzt ihr auf 24,5 cm. Und an der etwas kürzeren Seite bleibt ihr auf 16,5 cm. Das ist euer Grundelement. Und dann legt ihr die lange Seite hier oben an und falzt einmal bei 1,4 cm. Dazu gehe ich hier oben hin, ja, weil das besser dann zu falzen ist. Also einmal hier oben anlegen bei 1,4 cm. Dann drehe ich das Ganze einmal um 180 Grad und falze weiter bei 4 cm. Schiebe weiter auf 20,5 cm. Und auf 23,2 cm. Dann sollte das Ganze so aussehen mit den Falzlinien. Ich knicke das mal nach. Und die Serviette sollte hier so hineinpassen. So, jetzt ist sie natürlich noch nicht fertig. Das heißt, uns fehlen noch hier oben die Blumen. Ich habe jetzt keine Schachtel daraus gemacht. Ihr könnt natürlich auch hier eine Schachtel rausgestalten oder die in eine Schachtel legen, die Serviette. Ich fand es so aber eigentlich am schnellsten. Und zwar brauchen wir hier oben noch jeweils zwei kleine Streifen. Dazu nehme ich die Reststückchen, die ich noch habe, und schneide auch erstmal auf 16,3 cm habe ich da genommen. Das kann man hier auch recht schön sogar noch anlegen an dem Schneidebrett. Das war ja beim alten Schneidebrett immer so ein bisschen das Problem im 16er Bereich. 16,3 cm und dann kürzt ihr das Ganze nochmal auf 2,5 cm. Das ist das eine Stück und das gleiche macht ihr nochmal. Das heißt nochmal bei 16,3 cm anlegen und auf 2,5 cm kürzen. So, dann habt ihr die zwei 2,5 cm Streifen. Das wird jetzt hier die Grundverpackung, also der Kartenrolling. Ihr könnt das jetzt mit Flüssigkleber fixieren oder ihr nehmt euch Abreißklebeband. Das geht beides. Eine Seite, die andere. Dann schneide ich das einmal hier bei, dass es auch gerade ist. Das gleiche macht ihr auf der zweiten Seite. Dann habt ihr die Schnipselchen schon mal weg. So, und dann nehmt ihr euch euren Rohling, dreht den einmal auf die andere Seite. Also die Innenseite liegt jetzt unten. Das hier ist die äußere Seite. Und ich klebe jetzt die kleinen Stückchen direkt hier oben bündig an den Rand. Das gleiche für die untere Seite oder je nachdem obere, je nachdem wie es gleich legt. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr habt das praktisch hier verlängert. Dann dreht ihr das Ganze um, klappt hier, das müsste eigentlich so reichen, die Seite einmal ein und zieht jetzt hier das Abreißklebeband ab. Das wehrt sich hier etwas, so jetzt geht's. Und klappt dann das einmal zusammen und legt es hier bündig an, hier oben auch, und falzt einmal nach. Dann sollte das Ganze wie so einen Rahmen aussehen. So kann ich das nochmal zeigen, so sieht es so aus. Hier ist der Rahmen. So, und da könnt ihr jetzt eure Schachtel, eure Serviette in diese Schachtel hineinschieben. Und das ist letztendlich euer Kartenrolling. Angepasst jetzt an die Schrift natürlich. Wenn ihr jetzt was Kleineres habt an der Schrift, müsst ihr das vielleicht erweitern.
Aber wie gesagt, das ist ja eine Idee. Manchmal gibt es ja auch sehr schöne Servietten mit Blumen drauf. Na, dann habt ihr das auch im Zentrum dieser Verpackung. Ja, das ist mein Kartenrolling, mein Rolling praktisch für meine Serviette, für meine Serviettenverpackung. Und die dekoriere ich dann noch aus. Ja, und so sieht es jetzt aus. Und zwar habe ich einfach vom Designerpapier Herz an Herz, auch aus der Serie, hier einen kleinen Streifen ausgeschnitten. Der hat das Format 16 x 2,3 cm. Die habe ich hier nach oben hingesetzt. Hier habe ich den kleinen Anhänger genutzt, den ihr bei den Grüße mit Herz Stanzform habt. Das ist dieser hier. Ich zeige euch den mal. Das ist dieser hier. Da kommt dann dieser schöne Aufleger oder Anhänger raus. Und ein kleines Herz habe ich noch ausgestanzt. Hier habe ich noch kleinere Herzen zwischen das Designerpapier geklebt. Das kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Und ja, dieses Herz, das ist aus einer Herz-Deko-Sammlung, die ich auch bei dem gleichnamigen Discounter gekauft habe. Die gab es dabei, die fand ich jetzt so mal ganz schön und habe die einfach dazu nochmal ergänzt. Schleifenband dazu in Glutrot und fertig ist eure Verpackung zum Valentinstag. Vielleicht noch kombiniert mit einem romantischen Candlelight-Dinner, vielleicht da noch die Einladung zu. Wie gesagt, eigentlich ganz einfach auszudekorieren noch. Ihr könnt das auch umdrehen. Also ihr könnt zum Beispiel auch sagen, okay, machen wir es so. Dann passt es vielleicht mit dem genau nicht mehr so gut, aber es würde rein theoretisch auch noch gehen. Dann habt ihr das so. Also da seid ihr flexibel. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Idee, wie ihr so eine Serviettenverpackung gestalten könnt. Ganz einfach gemacht als Umverpackung. Kein Hexenwerk. Ja, dann bleiben uns jetzt noch die Schokokugeln, die ich noch gefunden habe. Das sind diese hier. Und dazu basteln wir jetzt eine Verpackung. Und zwar benötigt ihr dazu ein Stück in Kirschblüte. Das sollte das Maß haben 11,2 x 14,5 cm. Mal eben nachmessen, das wird reichen. Ja, also wir brauchen 14,5 cm. Bei einer Breite von 11,2 cm. So, jetzt legt ihr die lange Seite hier oben an und falzt bei 3,6 cm. Bei 6,6 cm. Bei 10,2 cm. Und bei 13,2 cm. Ich wiederhole das gleich nochmal. Also ihr legt die lange Seite mit den 14,5 cm an und falzt bei 3,6 cm, bei 6,6 cm, bei 10,2 cm und bei 13,2 cm. Das ist eure Umverpackung. Könnt ihr schon mal ein bisschen nachfalzen. Und auch schon mal Probe legen. Sie passt gut rum. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann bestempeln wir die jetzt. Und zwar nehme ich mir dazu einmal das Stempelset Grüße mit Herz. Ein bisschen Papier unterlegen. Und zwar habt ihr hier diese kleinen Pünktchen. Die lege ich mir auf meinen Acrylblock und nehme dann auch Kirschblüte als Stempelset, als Stempelfarbe und stempel einfach einen kleinen Hintergrund auf das Design, auf den Farbkarton. Da, wo es euch am liebsten ist, wo es passt. Dann sieht das alles nicht so langweilig aus, finde ich. Das war schon. Also wie gesagt, da habe ich diese kleinen Pünktchen für genommen hier. Und dann sieht das Ganze so als Hintergrund aus. Jetzt nehme ich doppelseitiges Klebeband und verschließe das gleich schon mal, beziehungsweise lege das um meine Schokokugeln. Die.
Der Vorteil ist, wenn ihr das jetzt hier gleich so einfach wie eine Manschette umlegt, dass es festlegt, klebt, dass ihr dann die Spannung innerhalb ein bisschen variieren könnt. Also ihr wollt es ja noch rausschieben können, ne? Und deshalb könnt ihr da eigentlich ganz gut sagen, okay, ich lege es hier rum und klebe es dann mit der Packung innen drin schon fest, ne? Mit ein bisschen Luft, dass ihr da immer noch schön schieben könnt. Und so habt ihr dann immer die Möglichkeit, dass es, ihr habt das, ne? Dass es so schön rausgeht. Bisschen hier aufpassen. So. Ihr könnt es auch nochmal umdrehen. Die Manschette ist jetzt oben. Dann wird das gleich so herausgedrückt. Ja, das ist schon eigentlich die Umverpackung. Die dekorieren wir jetzt noch aus. Dazu nehmt ihr euch nochmal wieder ein Stück an Farbkarton in Kirschblüte. Hier habe ich so einen kleinen Rest. Das Ganze hat ja 11,2 cm. Ich schneide mir da jetzt ein kleines Stückchen raus. Ich sag mal so um die 7, 8 cm, annehmen wir 8 cm. Und kürze das bei 2,5 cm. Also 8 cm mal 2,5 cm das Stückchen habe ich. Und ich nehme mir auch ein Stück Designerpapier. Von dem Designerpapier Herz an Herz. Und zwar ist hier das Schöne mit den Streifen. Da schneide ich mir auch ein Stückchen ab. Das hat dann, ich möchte die Bruchkant legen, das hat dann auch eine Breite von 3 cm. Und das lege ich jetzt gleich hier unter. Da kann ich dann nämlich immer genau gucken. Das möchte ich hier noch so drauflegen. Und das kürze ich hier bei dem Stückchen, sodass wir jetzt ungefähr eine Breite von 10 cm haben. Also das ist dann meine Deko dazu. Das kann ich schon mal auf meine Verpackung kleben. Erst das Designerpapier. Ungefähr mittig hier so drauf. Und das Stückchen in Kirschblüte setze ich hier so ein bisschen drüber. Jetzt fehlt noch ein Spruch. Dazu nehme ich auch wieder den schönen Valentinstag aus dem Gruß Grüße mit Herz. Den stempel ich mit Memento auf ein ganz kleines Stückchen in Flüsterweiß oder Grundweiß. Man sagt ja immer noch Flüsterweiß, dazu hatten wir es zu lange, ne? Und das Stückchen schneide ich mir dann hier ab. Ihr könnt natürlich auch vorher euch den Streifen zurechtschneiden. Das ist ganz gleich, wie ihr das möchtet. Das noch ein bisschen beischneiden, das kommt gleich hier hin. Und ich möchte natürlich auch noch ein paar Herzen haben. Dazu nehme ich mir jetzt diese Herzen hier aus dem Set, das ist oder dieses Herz, und stempel das einmal in Safrangelb. Dann gut reinigen. Dann stempel ich es in Glutrot. Wieder reinigen. Und dann einmal noch in Aquamarin. Das sind auch die Farben, die ihr hier im Designerpapier wiederfindet, beziehungsweise das habe ich jetzt die hellere Version gewählt. So, und die stanze ich mir jetzt aus mit der passenden Stanzform.
Und zwar findet ihr die hier bei den Stanzformen. Das setze ich einmal in die Stanzmaschine und stanze die drei Herzen aus. So, das sind meine kleinen Herzen. Ah, hier ist es daneben gegangen. Das ist schon mal doof. Das müssen wir nochmal machen. Da bin ich tatsächlich verrutscht. Obwohl ich das ja fixiert habe mit dem Post-it, passiert das leider immer wieder. Also noch einmal das Aquamarin-Herz. Und dazu stelle ich euch auch auf den Zeitraffer. So, jetzt ist es besser. Wie gesagt, das ist manchmal wirklich blöd, dann verrutschen die Stanzformen. Da bleibt einem dann nichts übrig, als das dann leider nochmal zu machen. So, wir sind aber jetzt fertig. Jetzt setze ich einfach nur noch meine kleinen Herzen auf meine Verpackung. Hinten auf die Herzen mache ich Dimensionals. Und dann dekoriere ich die Verpackung aus. Das haben wir schon fest. Den Valentinstag setze ich auch auf, da nehme ich die Mini-Dimensionals, die passen da besser hinter. Ihr könnt natürlich auch die etwas größeren nehmen und schneidet euch die zurecht, je nachdem wie breit eure Spruchauflage da ist. Die setze ich einmal hier auf die Verpackung und jetzt noch die Herzen dazu. Rote will ich gleich vorab haben. Hier noch das in Safrangelb. Und das rote leuchtende vorab. Und schon habt ihr eine fertige Verpackung für eure Schokolade. Ihr könnt hier noch eine Schleife drum setzen. Darauf habe ich jetzt heute verzichtet. Und ja, das ist natürlich auch wieder variabel und nicht nur zum Valentinstag. Kleine Schokoverpackung für die Freundin zu mitbringen. Je nachdem, was ihr möchtet. Oder zu welchem Anlass das denn sein soll. Ja, das sind meine Ideen aus den drei Sachen. Wie gesagt, wenn man einkaufen geht, guckt man ja auch schon mal so ein bisschen, na, was kann man daraus machen. Hier habe ich dann halt, wie gesagt, einmal die Schokokugeln verpackt, einmal die Servietten, vielleicht auch mit einem Gutschein kombiniert, zu einem Candlelight-Dinner oder auch hier diese Knusperherzen mit der Banderole. Ja, das meine Ideen, ne? So sieht man es, glaube ich, besser. Das meine Ideen mit dem Set Herz an Herz und natürlich auch noch mit anderen herzlichen Sets, die wir so im Sortiment haben. Geschenke mit Herz zum Valentinstag. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Tschüss.